Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir haben sogar Liara Tsoni an Bord. Und, danke. So. Ich würde sagen. Eigentlich wollten wir hier ja nur rein, um das System zu entdecken. Jetzt haben wir die Frau da mit. Machen wir einfach weiter mit Phaistos. Phaistos hat einen kleinen terrestrischen Wert mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Xenon. Die Oberfläche ist sein geteilt, besteht hauptsächlich aus Schwefel und diversen Silikaten. An dieser abgelegenen Welt besteht normalerweise kein Interesse. Und jetzt noch nach Athen. Was gibt's denn in Athen? So Kolossus und... Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was kann ich tun? Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Es ist durchgedreht? Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz, keine echte KI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Wir haben hier nichts Illegales getan. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Ist das die einzige Option? Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Unsere Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk. Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen, aber wir haben auch keinen direkten Zugriff auf ihre Prozesse. Wir könnten sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Na dann. So, was ist denn auf Pharos? Der weit entfernt gelegene Planet Pharos wurde bis jetzt lediglich mittels einer unbemannten Raumsonde erkundet. Die dünne Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Zinn mit Vorkommen Kohlenstoff. Die Tiefenkrater sind zum Teil mit Eis gefüllt, sodass man davon ausgehen kann, dass sich unterhalb der gefrorenen Oberfläche große Vorkommen von Wasser befinden. Dank des großen eisreichen Kraters auf der südlichen Hemisphäre ist der Planet vom inneren System auszusehen. Dadurch erhielt der Planet auch seinen Namen. Ja, turianische Insignien haben wir gefunden. Circe. Circe ist ein mittelgroßer Wasserstoff-Heliumgasgigant mit Vorkommen Schwefel und Chlor. Dies verleiht ihm seine spektakuläre gelb-grüne Färbung. Im Zuge des Ausbaus der Proteus-Kolonie wird Circe wohl für den Abbau von Helium-3 genutzt werden. Da haben wir auch große Vorkommen entdeckt. Nausicaa. Der Natriumanteile in der Atmosphäre von Nausicaa verleihen dem Planeten seine typisch dunkelgraue Farbe. Ansonsten ist der Planet ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Für die weißen Wolken zeichnet ein sehr hoher Wasserdampfanteil in den oberen Atmosphären. Da fehlt ein Sich. Was ist auf Proteus? Wie die Heimatwelt der Hanares, auch Proteus zu 90% von Wasser bedeckt. Die unglaubliche Hitze von Athens sorgt für eine Luftfeuchtigkeit von 100% und erzeugt eine konstante dichte Wolkendecke. Zudem werden hier durch Taifunstürme verursacht, die ganz jährlich über den Planeten fegen. Der feucht-heiße und sturmgeplagte Planet Proteus hat eine seltene Atmosphäre aus Sauerstoff, Stickstoff und eine kohlenstoffbasierte Biosphäre, wodurch er für die Besiedlung als geeignet gilt. Im Zuge eines Pilotprogramms wird die Möglichkeit der Gründung von Unterwasserkolonien untersucht. Auf diese Weise wären die Kolonien auch am besten vor dem extremen Wetter geschützt. Das ist eine große Menge Sauerstoff, die wir uns geholt haben. Und Salami. Die geologischen Charakteristika von Salami wurden zwar schon per Scan erfasst, aber darüber hinaus ist nicht sehr viel über diese Welt bekannt.
Aufgrund der dichten Kohlenstoffdioxidatmosphäre und der Nähe zu dem heißen Stern Artens kann es vorkommen, dass die Äquatorialgebiete während des Tages so heiß werden, dass die Oberfläche schmilzt. Die Oberflächenschicht besteht aus Eisen mit Vorkommen von Platinmetallen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier für Mission habe. Achso. So, Citadel. Das sind die beiden wichtigen Sachen. So, wir fliegen zur Citadel. Erstmal. Da ist auch nichts als The Widow. So, und auch da gehen wir zur Citadel. Dem Haupt. Der Hauptstadt. Der Galaxie. So. Erstmal runter hier. Erstmal den Ausgang finden. So, ich frage mich immer wieder, wie man hier rauskommt, ne? Das ist echt schrecklich. Kann ich wohl, fällt mir gerade mal so ein, vielleicht noch mit der unserer lieben Liara Chisodi reden? Das wäre mal vielleicht was. Mal Fahrstuhl fahren. Ja, Scavis, da ist ein Ausrüstungstyp. Ashley Wax. Adams. Tali. Keine Liara. Sonderbar. Ist er hoch? Wo ist denn die? Ach, die ist doch beim Arzt, ne? Dr. Chakwas? Wir können mal mit Chakwas reden. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ich hätte gedacht, aber... Ach, hier ist Liara. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Geth gerettet haben, Commander. Wenn Sie nicht gekommen wären... Keine Ursache. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Das bin ich auch. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes brachten. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich bin nicht wie Benesia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Ich weiß. Machen Sie sich keine Sorgen, Liara. Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Es bedeutet mir viel, das von Ihnen zu hören, Commander. Ich würde gerne mehr über Sie reden. Erzählen Sie mir etwas über sich. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Gefällt es Ihnen? Sie müssen einsam sein. Klingt gefährlich. Und einsam. Zuweilen traf ich auf einheimische Lebensformen oder mal auf eine kleine Gruppe Söldner oder Plünderer. Aber ich war immer sehr vorsichtig. Bevor mir die Geth nach Artemis Tau folgten, war ich nie in einer Situation, die meine Biotiken nicht bereinigen konnten. Und die Einsamkeit? Nun, das ist der Aspekt, der mir am meisten behagte.
Manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, allein zu sein. Aber warum? Mögen Sie keine Gesellschaft? Ich schätze, das kommt daher, dass ich die Tochter der Matriarchin bin. Die Leute haben erwartet, dass ich Benesias Beispiel folge. Sie wollten, dass ich eine Anführerin unseres Volkes werde. Matriarchinnen leiten ihre Anhänger in die Zukunft. Sie suchen die Wahrheit über das, was noch kommen wird. Vielleicht habe ich aus diesem Grund ein solches Interesse für die Geheimnisse der Vergangenheit entwickelt. Es klingt irgendwie albern, wenn man es laut ausspricht. Es klingt, als wäre ich nur Archäologin geworden, um Benesia zu ärgern. Aber es ist nicht albern. Alle Kinder rebellieren gegen ihre Eltern. Es ist ein natürlicher Teil des Erwachsenwerdens. Sie besitzen die Weisheit der Matriarchin, Shepard. Das ist genau das, was Benesia gesagt hat, als ich ihr von meiner Entscheidung erzählte. Aber es steckte mehr dahinter. Ich fühlte mich schon immer von der Vergangenheit angezogen. Die Proteaner waren diese wundersamen, geheimnisvollen Wesen. Ich wollte alles über sie wissen. Darum finde ich sie auch so faszinierend. Sie wurden vom Sender auf Eden Prime gezeichnet. Sie wurden von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Ich bin faszinierend? Das klingt irgendwie, als würden sie mich am liebsten in irgendeinem Labor sezieren. Was? Nein, ich wollte nicht andeuten... Ich wollte sie nicht beleidigen, Shepard. Ich habe damit nur gemeint, dass sie ein interessantes Testsubjekt für eine genauere Studie wären. Nein, das ist ja noch schlimmer. Entspannen Sie sich. Beruhigen Sie sich, Liara. Ich habe nur Spaß gemacht. Spaß? Oh, bei der Göttin. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie müssen mich für eine totale Närrin halten. Jetzt wissen Sie, warum ich meine Zeit lieber mit Daten und Computern und bei Ausgrabungen verbringe. Ich scheine vor anderen Leuten immer nur peinliche Dinge zu sagen. Bitte, tun Sie einfach so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden. Okay. Benesia. Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Das verstehe ich nicht. Sie war immer der Ansicht, die Asari müssten sich mehr an galaktischen Ereignissen beteiligen. Vielleicht dachte sie, wenn sie sich mit Saren verbündet, wäre das letzten Endes zum Wohle aller. Zumindest hoffe ich das. Sie klingen besorgt. Das schmerzt Sie sehr, nicht wahr? Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe seit vielen Jahren nicht mit Benesia gesprochen, aber ich kenne sie. Und das passt nicht zu ihr. Etwas hat sich geändert. Aha. Und die Kultur der Asari? Ich würde gern mehr über die Asari. Wir waren die erste Spezies, die die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Gerüchte? Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jeden Geschlechts angehören. Aber wie ist das möglich? Das verstehe ich nicht. Ihre Spezies kann sich mit jedem paaren? Paaren ist nicht das richtige Wort dafür. Zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie es meinen. Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein essentielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundlegendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigenschaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein größeres Verständnis für andere Völker entwickeln. Was ist mit dem Partner? Was geschieht nach der Vereinigung mit Ihrem Partner? Jede Beziehung ist anders. Einige Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können länger andauern. Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. Und wer war Ihr Vater? Wissen Sie, wen Matriarchin Benesia als ihren Partner auserkor? Sie hat selten von ihrem Partner gesprochen. Aber ich weiß, dass mein Vater, wenn Sie denn diesen Begriff verwenden wollen, eine andere Asari war. So etwas können Sie tun? Ich dachte, ein Elternteil müsste immer einer anderen Spezies angehören. Denken Sie nach, Shepard.
Wenn wir uns nicht mit jemandem von unserer eigenen Spezies vereinen könnten, dann wären wir schon lange, bevor wir die Raumfahrt erfinden und unsere Heimatwelt verlassen konnten, ausgestorben. Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fortpflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen. Asari-Töchter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch eine Reinblütige nennt. Auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Benesias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre Nachfahrin anzuerkennen. Ach, das können Sie doch gar nicht wissen. Vielleicht wollte sie sie kennenlernen, konnte es aber nicht. Möglicherweise ist ihr etwas zugestoßen oder sie kam ums Leben. Das könnte sein. Hoffentlich haben Sie recht. Aber ich werde es wohl nie erfahren. Benesia hat nie von ihrem Partner gesprochen. Was auch immer geschehen ist, so war es für sie viel zu schmerzhaft, darüber zu sprechen. Sie hat mich allein aufgezogen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Viele Asari ziehen ihre Kinder allein groß. Insbesondere dann, wenn die Spezies des Vaters kurzlebig ist. Häufig stirbt der Partner schon, bevor das Kind erwachsen ist. Und wie gehen Sie damit um? Asari können 1000 Jahre leben. Was passiert, wenn ihr Partner stirbt? Nur wenige intelligente Wesen leben so lange wie mein Volk. Wir haben gelernt, unsere Vereinigungen auf eine eher philosophische Weise zu betrachten. Wir konzentrieren uns nicht auf den unausweichlichen Verlust. Wir genießen stattdessen lieber die Zeit, die uns bleibt. Und selbst wenn ein Partner verblichen ist, lebt ein Teil von ihm in uns weiter. Die Einheit ist eine Verbindung, die Zeit und Raum übersteigt. Aha. Ja, danke. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. War ja super. So, wie komme ich jetzt hier raus? Labor runter. Ich bin im falschen Stockwerk, oder? Hier ist halt gar nichts. Das war falsch. Okay, dann. Hoch. So, Hallo. Galaxika Alas, die Luftschleuse vorne links. Ich hab's komplett vergessen gerade. Gottes Willen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.